Hi! Willkommen zu einem neuen Backvideo. Ich habe schon ewig lang nichts mehr gebacken, kommt mir vor. Aber nachdem es doch schon ziemlich weihnachtlich draußen ist, habe ich mir gedacht, warum nicht ein paar Weihnachtskekse backen probieren. Ich habe vor Jahren mal dieses Buch da geschenkt bekommen. Und da drin gibt es ein Rezept für Snickerdoodles. Snickerdoodles. Schaut echt, echt gut aus. Einen Versuch ist es wert, oder? Also, let's go. Okay, den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Also die Zutaten sind 170 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Vanillezucker, 1/2 Teelöffel Natron, 100 Gramm Butter, 160 Gramm Zucker haben wir hier und ein zimmerwarmes Ei. Und 1 Teelöffel Weißweinessig. Wieso gibt man Essig in Kekse rein? Haben wir Weißweinessig? Nein. Ich glaube, das ist das 1 Teelöffel. Ja, wird schon passen. Wir improvisieren, wie immer, auf diesem Channel. Also, der erste Schritt ist Mehl, Vanillezucker und Natron in einer Schüssel vermischen. Das sollte ja nicht zu schwierig sein. Na super. Oh no. Toll. Wirklich. Super gemacht, Mila. Super. Butter und Zucker in einer anderen Schüssel luftig aufschlagen. Da müsste eigentlich das alles 100 Gramm sein, oder? Das ist mit einer Hand echt kacke. Oh Gott. Okay, wie viel Zucker braucht man? 160 Gramm. Okay. Luftig aufschlagen heißt wahrscheinlich mixen. Fancy ausgedrückt. Wie macht man das, ohne dass alles daneben geht? Okay, der nächste Schritt ist, dass wir das Ei unterrühren. Vermutlich auch mit dem Mixer, denke ich mir. Aber I don't know. I don't know. Oh. Oh. Ei ist drin. Als nächstes müssen wir die trockenen Zutaten und den Essig
hinzufügen und alles verrühren. Was ich aber machen werde, nachdem die Schüssel mit den trockenen Zutaten größer ist, werde ich jetzt einfach die Ei-Zucker-Mischung da rein tun. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz nach Rezept, aber es ist irgendwie einfacher so. Und diesen Ess, ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, let's do it. Okay, das ist köstlich. Oh mein Gott. Love yourself a very little Christmas. Okay. Als nächstes müssen wir Zucker und Zimt zum Garnieren mischen und auf einen Teller schütten. Und dann den Teig in 20 Stücke teilen, jedes Stück zu einer Kugel formen und die Kugeln in einer Zimt-Zucker-Mischung rollen. Ich habe es alle auf ein Blech getan hier und ich hoffe, sie sind nicht zu eng beieinander, aber ja, die kommen jetzt in den Ofen für 8 Minuten und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich meine, der Teig allein ist köstlich. Mm. Schaut extrem lecker aus. Schaut mal die Unterseite an. Mmh. Yay! Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich so richtig succeede in einem Backvideo. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal auskühlen lassen und dann später zurückkommen für den obligaten Taste-Test. See you. Am Ende jedes Backvideos oder Kochvideos oder was auch immer auf diesem Kanal kommt der Taste-Test. Also erstmal, die Konsistenz ist perfekt, ja? Also so richtig soft, aber nicht zu gatschig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mmh. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde probieren, dass ich einen dieser Kekse in den Tee tunke und dann quasi genau den Zeitpunkt erwische, dass sich das noch nicht auflöst, aber ich genügend Tee da reingekriegt habe und dann werde ich eine perfekte Mischung aus Keks und Tee genießen. Das ist köstlich. Das war's. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, dass ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Thumbs up gebt. Und wir sehen uns bald. Bye bye.
Nein! Au!